Hallo, heute habe ich wieder ein Unboxing für euch und zwar habe ich mir von Glossybox dieses Special Set bestellt, wo man eben eine Rituals Box bekommt, den Adventskalender und eine Weihnachtsbox und es kam jetzt die Rituals Box und das schöne Stück, wie man es im Titelbild ja schon gesehen hat, sieht so aus und Leute, die riecht jetzt schon so, also da riecht es schon richtig gut raus. Ja, das sind jetzt nur Rituals-Produkte drin und ich bin mega aufgeregt. Und ich würde sagen, wir fangen an mit dem Deckel abmachen. Und zwar, oh, da riecht so gut raus, ey. Ich freue mich so mega, die Box jetzt aufzumachen. Die liegt jetzt nämlich schon 2 Tage hier rum und ich habe es nicht geschafft, das Video zu drehen. Also, so sieht die Box jetzt von innen aus. Da ist wieder ein Glossy-Magazin mit drin. Wie ich glaube, bei jeder Box ist es ja erst meine zweite. Und dann machen wir mal auf. Das Heft lege ich beiseite. Und ich bin so aufgeregt. Boah, boah, ey, wenn ihr das riechen könntet. Und so sieht es von innen aus. Und ich würde sagen, wir fangen mal an mit dem hier. Das liegt genau oben drauf. Und das ist ein Parfüm-Wardrobe-Sache. Oh Gott, ich zeig's euch. Ich denke, das ist für einen Kleiderschrank so ein Duftzack. Wir machen den mal auf. Boah, boah, das riecht so gut. Und es sieht auch richtig hübsch aus. Oder kann man das in die Jacke hängen, weil hier so ein Verschluss ist? Also wir müssen uns dem Heft widmen. Ich möchte nämlich wissen, wie man das verwendet. Aber es riecht hammergeil. In meiner ersten Glossybox, die ich hatte, war ja von Ritual so ein kleines Probeöchen dabei. Das war ja schon zu dem Box-Thema wegen dazugehörig. Und da habe ich ja noch gesagt, so, ich bin mir nicht so sicher, aber das hier riecht ganz anders. So, ich stelle das mal alles wie immer da hinter mich hin. Dann geht es weiter mit dem hier, Indian Rose und Himalaya Honey. Das ist ja das, wo ich mir auch immer so gern die Bodylotion kaufe. Und es ist jetzt ein Spray für den Körper. Okay, der erste Ding ist ja immer wegen, das muss ja warm werden mit der Haut. Oh. Oh Gott, ich bin jetzt schon verliebt. Oh, ist das geil, ey. Also das ist so ein Körperspray und... Oh, so geil, ey. Das hat sich schon gelohnt. Weiter geht's. Das ist jetzt so ein Handbalm, auch wieder mit der Geruchsrichtung Indian Rose and Sweet Almond Öl. Ah, das war das... Von der ersten Glossy Box. Das ist jetzt aber halt eine Handcreme. Sieht so aus. Oh, das riecht so gut. Und jetzt habe ich mir Lippenstift dann angeschmiert. Habe ich sehr gut gemacht. Oh. Oh. Das riecht wie die Creme. Die aus dem Döschen von meinem Douglas Hall. Oh, ich bin so glücklich, dass ich die Box habe. Der Dennis steht da und verarscht mich. Ey, das riecht so gut. Oh, geil, ey. Ich bin so froh, dass mir meine Freundin das Angebot gezeigt hat. Ja, und jetzt mache ich mal weiter. Und zwar mit einem Shampoo. Oh.
und alles in der Geruchsrichtung. Oh Mann, bin ich gerade glücklich. Ich würde jetzt am liebsten nochmal duschen. Ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht so viel, was ich sagen soll, weil... ja, das ist so einfach nur geil. Weiter geht's mit einem Öl für den Körper und für die Haare. Ich denke, das ist jetzt die große Flasche von dem, was ich auch in der ersten Glossybox hatte. Und es ist zum Aufsprühen. Jetzt nehme ich mal den anderen an. 100% natural. Okay. Ach, ja, das war dieser Geruch. Aber mal sehen, wie er sich jetzt so mit der warmen Haut dann macht. Und ich hatte ja heute schon meine liebste Bodylotion auch genommen. Vielleicht da in der Verbindung zusammen. Naja, der gefällt mir immer noch nicht so gut. Also das Öl finde ich immer noch nicht so prickelnd, weil ich halt auch nicht so der Zimt-Fan bin. Aber ja... man kann nicht immer alles mögen, oder? Und weiter geht's mit dem letzten Produkt. Jups. Und zwar ist es ein Duschgel. Auch wieder mit dem Geruch. Und ich drücke jetzt einfach mal drauf. Ups, das war wegen viel. Die werden ja immer so, sind erst so gelig und werden dann schaumig. Und das riecht auch hammergeil. Wo schmiere ich denn das jetzt hin? Das habe ich wieder super gemacht, ne? Aber das riecht auch... boah, das riecht so gut. Ich mache das mal kurz weg, ich komme gleich wieder. So, ich habe mir jetzt die Hände gewaschen und da ich eh im Bad war, habe ich mir gedacht, ich zeige euch auch mal die Bodylotion, von der ich die ganze Zeit schwärme. Und zwar ist es die hier. Und die meisten Produkte der Box bauen auf die hier auf und... es ist halt nur eine verbesserte Form davon, aber die ist hammergeil. Also die Box hat sich für mich 100-mal gelohnt. Charline, das ist für mich der Traum schlechthin. Ich wusste ja, dass so ungefähr, wenn ich die Box bekomme, sowas auf mich zukommt. Hört sich voll negativ an, aber ich meine das im positiven Sinne, dass da halt bestimmt Duschgele und so dabei sein werden. Und ich bin so froh. Und wenn ich das nächste Mal duschen gehe und dann das hier benutze mit... meiner Bodylotion und boah, das, ich werde riechen wie, ah, ich werde einfach nur so geil riechen. Darum freue ich mich da voll. Ich habe jetzt noch das Heft und ich würde sagen, das gucken wir uns mal kurz an. Wenn man an der Box reibt, duftet sie. Ey, wie geil ist das denn? Ja, die Box sieht ja auch an sich voll schön aus hier mit dem ganzen Muster und so. Also die werde ich auf jeden Fall aufheben. Mal sehen, was ich da rein tue, aber da findet sich schon irgendwas. Aber also voll geil, echt. Und jetzt gehen wir mal durch das Heft. Und zwar, hier steht es eben, dass man an eine Box riechen kann. Und jetzt werden eben die einzelnen Produkte... und auch die Inhaltsstoffe. Rituals ist ja immer tierversuchsfrei, für die, die das interessiert. Ja, hier ist eben das Öl. Das ist ein Originalprodukt und kostet 19,50 Euro. Dieses Öl hier, das, was ich jetzt nicht so toll finde, aber okay. Vielleicht riecht es in den Haaren mit dem Shampoo in Verbindung wieder ganz anders. Ich probiere das auf jeden Fall alles aus. Dann das Bett- und Körperspray. Um das bin ich schon ganz lange im Douglas immer rumgelaufen, wenn ich mir auch die Bodylotion besorgt habe. Aber das ist auch eine Originalgröße und kostet 16,50 Euro. Und ich dachte immer, von der Bodylotion habe ich mehr wie von dem Spray. Und jetzt habe ich es. Jetzt freue ich mich voll. Ja, also das kostet 16,50 Euro und ich bin mega happy. Ich muss nochmal... oh. Ich glaube, damit sprühe ich dann gleich meine Jacke ein. Weil im Bett kann ich es wegen Dennis nicht machen. Der mag sowas nicht. Typisch Mann, oder? Dann geht es weiter mit dem Handbalm. Das ist der hier.
Ich glaube, der ist im Moment auch in irgendeiner Zeitschrift drin. Also wen das interessiert, ich weiß jetzt aber nicht mehr in welcher Zeitschrift. Der kostet 9,50 € und das sind 70 Milliliter enthalten. Und der riecht auch. Oh, kann man den bestimmt noch als Körpercreme benutzen, oder? Oh, ich bin im siebten Himmel. Weiter geht's mit dem Shampoo. Das ist auch ein Originalprodukt. 9,50 €. Das ist das hier. Hier steht, die Haare verlangen nach mehr Feuchtigkeit und Glanz. Also das ist für Feuchtigkeit. Sowas wollte ich eh schon mal ausprobieren. Ich habe ja sehr schnell nachfettende Haare. Und ich wollte mal ein Feuchtigkeitsshampoo probieren, in der Hoffnung, dass das hilft. Und jetzt habe ich eins. Jetzt haben wir das Duftsäckchen. Nimm mich mit, scheint diese Sache zu rufen. Hammergeil. Das gibt es sogar in zwei Ausführungen. Das kostet 15 €. Echt? Also 15 € finde ich schon viel. Aber so viel habe ich ja nicht bezahlt. Und zum Schluss ist da noch der Duschbalm hier drin, den ich auch getestet habe. Das ist natürlich auch eine Originalgröße. Und der kostet 8,50 €, sind 200 Milliliter enthalten. Also die Box ist wirklich hammer, hammer, hammer geil. Ich freue mich so über die ganzen Produkte. Das ist so. Oh, ich freue mich wirklich. Ich weiß gar nicht, was ich noch mehr dazu sagen soll, weil ich halt den Duft so sehr liebe und jetzt habe ich so viel davon. Und bis auf das eine Öl finde ich alles genial. Ja, und auf jeden Fall war es jetzt auch schon mit dem Unboxing von der Glossy Box Rituals Edition. Wenn euch das Video gefallen hat, dann dürft ihr es gerne mit einem Daumen nach oben zeigen. Ihr könnt mir mal unten in die Kommentare reinschreiben, ob ihr die Rituals Produkte auch gerne mögt. Und wenn, welcher euer liebster Duft davon ist. Oder welches euer Lieblingsprodukt ist. Würde mich mal interessieren, weil ich bin zwar jetzt ausgestattet, aber so zur Weihnachtszeit, Neujahr, gehe ich immer total gerne in Douglas und schnüffel mich wenigstens so durch die Produkte durch, ja. Und das ist jetzt auch schon wahr. Verabschiede ich mich wie immer bei euch. Verlinke hier meinen Kanal zum kostenlosen Abonnieren und hier oben eins meiner letzten Videos und sagt Tschüss, bis zu meinem nächsten Video.